So, naja, dann können wir ja mit der dritten Attentatsmission weitermachen, wa? Würde ich sagen, ja. Okay, also hier müssen wir irgendwie jemanden vom Flughafen, glaube ich, abholen. Nee, Quatsch, nicht abholen. Zu Gott befördern. Das sind ja Attentate und nicht Wohltaten, ne? So. Tritt Einladung sofort Kaste. bei. Jo. Ja. Nein, nicht geschafft. Okay, egal. So, okay. Ich weiß nicht, ich glaube, die gingen ziemlich flott. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war wirklich nur zum zum Flughafen fahren und den einfach nur erledigen. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Gucken wir uns einfach an, ne? Ja. Ist schon zu lange her, dass ich das mal gezockt habe. Also ich weiß nur, nachher geht da in irgend so eine Fabrik noch, also Indoor. Ist richtig cool. So ungefähr wie durch den Bunker da durchschießen im Human Labs. Ist auch eine coole Mission. So, cool. Kick dir das an. Ich bin schon wieder ein bisschen unpassend angezogen. Ah, schweres Gefecht ist auch mal gut. Diese zerfetzte Zombie-Birne hier. Das geht. Okay. Haben wir denn hier? Ah ja, okay. Nee, war wohl doch besser, da oben lang zu fahren. Keine Ahnung. Am besten ist immer dem GPS folgen. Wenn es keine guten Abkürzungen gibt, dann ist der GPS immer die beste Route. Das will ich auch immer Also hier folgen. gab es, glaube ich, eigentlich eine, aber an der bin ich vorbeigefahren. Das ist so eine. So eine Rampe. Ach, hier ist er. Ich glaube, das ist auch ein Monster-Stunt. Im freien Modus hier, das hier. Ah, okay. Wow. War Straße wahrscheinlich landen, ne? Ja. Eigentlich sollte man auf der Straße landen. Aber, das war jetzt in der Palme. Aber macht nichts. Deswegen Kuruma. Dann nimmt man wenig Schaden oder eigentlich gar keinen. Sag mal, ich fahre jetzt aber auch richtig schlecht, wa? Ah, so manche Anfragen. Hier übrigens, das Ding hier, wa? Ja. Die Pagode. Das ist auch Auch ein ein Monster-Stand. Monster-Star. Ach, weißt du schon, ja? Ja. Okay. Ich versuche alle zu finden. Ja. Hinten beim Leuchtturm, da ist auch ein Monster-Stand und ich finde den ziemlich schwer. Muss ich sagen, weil du bist wirklich gezwungen, auf dieser Insel zu landen, wo der Leuchtturm draufsteht. Auf diesem ganz kleinen, ja, Stück Gehweg neben dem Leuchtturm. Das ist richtig schwer. Da habe ich auch ewig gebraucht, bis ich den hingekriegt habe. Zahlreiche Fahrzeuge im Meer versenkt. Der ist richtig Oh. schwer. Und dann gibt es noch Monsters dann zum Beispiel in den Knast rein. Okay. Den finde ich auch ein bisschen tricky, weil du hast nämlich da zwei Zäune im Knast. Praktisch wie bei der Berliner Mauer, so eine Außenmauer. Und eine innere, so einen inneren Grenzzaun. Ja, und du musst praktisch über den äußeren. Machen die mir jetzt da auf? Ach, da ist ja offen. Was mit dem Flugzeug? Ich glaube, das kann man in die Luft jagen. Warte mal, ich probiere das mal aus. Kann man? Ja, ne, kann man. Wie viele Raketen kannst du mitnehmen? Für den Werfer? Ja.
Ah, sind schon ein paar. Ich glaube 20 oder so. Ja, du kannst dir das geben. Bringen wir uns okay. mal hier raus aus der Hölle. Ich sag ja, das war eine ziemlich schnelle Mission. Muss nur eben die 3 Sterne loswerden. Genau, fahren wir geradeaus. Einfach geradeaus durch die Straßensperre und jetzt rechts rum. Und jetzt spring mal da oben, da wo dieser Dingsweg ist, da hoch. So. Genau. Oh. Schade. Vielleicht nicht nach unten oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben. Naja, gut, okay. Das ist natürlich jetzt. Ja, ja, komm, Crawler hoch. Ah, genau, genau. Und jetzt oben bleiben. Nicht. Ja, jetzt sehen sie uns von hier wieder. Scheiße. Schade. Warst du zu langsam? Was? Ja. Schade. Ja, 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 ja. Da hätte man die schon mal richtig gut abhängen können. So, warte mal, warte mal. Fahr mal. Genau. Ein Stückchen geradeaus. Genau. Hier weiß ja, mal. Ja, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ja. Und ich glaube, die nächste hier links rein, links rein. Hä, wo? Hier, ja, ja, jetzt geradeaus, die nächste links. Hier? Nein, nein, rechts, rechts, da wieder raus. Ja, ja, da raus. Und jetzt da durch vorne, geradeaus durch, geradeaus durch, geradeaus durch. Und jetzt hier links, da die. Nein, 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 da der geradeaus. Nein, rückwärts, rückwärts. Scheiße, sag mal, das gibt's. Okay. Lass mich mal fahren. Okay. Das, ey. Es tut mir leid. Hä? Nein. Ich dachte, ich sitze schon drin. Nee, ich sitze hinten, scheiße. Okay. Fuck. So, okay, jetzt kannst du einsteigen. So, warte mal. Alles klar. Jetzt gucke ich erstmal nach einem. Ah ja. Scheiß Bulle. So. Okay, hier. Ah, okay, was ich probieren wollte. Ist hübsch, ja. Ist hübsch hier unten. Kannst du von da kommen, ne? Das macht überhaupt nichts. Nee, gleich in den Tunnel da rein, ne? Genau. Bin ich vorhin auch reingefahren. Okay. Sollte eigentlich nicht passieren. Und da sind sie dann auf jeden Fall nicht drin. Weil mir letztens mega. Ah, weil ich ziemlich schnell fahre. So, ich glaube, das müsste das eigentlich schon gewesen sein. Hier ist man jetzt so safe. Da kommt auch nichts hinterher. Eigentlich kann man die, wenn man aus dem Flughafen rauskommt, in dem Parkhaus, da ist doch direkt ein Parkhaus, ne? Ja. Ja, da kann man die eigentlich schon abschütteln. Oh. Oh, wart. Schmeiß mich erstmal aus dem Auto direkt raus. Was? Nee. Bei mir da ist nichts rausgeschmissen. Ich musste aussteigen. Krass. Das ist aber. Merkt es mir. Das ist aber nicht. Da bin ich nicht dran schuld. Ich weiß. War jetzt auch Spaß gemeint. Weiß ich. Weil ich kann da gar nichts gegen machen, aber bei mir, glaube ich. Hast du bis zum Schluss drin gesessen? So, okay. Das war denn die Mission Nummer 3. Und auf die 3, da folgt die 4.
Woraufhin dann die 5 folgt. Und dann nach der 5 die 6. Richtig. Ja, das ist einfach eine logische Schlussfolgerung. Allerdings. Und war jetzt ungefähr wie eine wissenschaftliche Abhandlung formuliert. Naja gut, nee, wie gesagt, denn jetzt mit der Mission Attentat 4 weiter.